up my mess, but the barista takes a little too long. She's a caffeinated princess, full of regret of a night that bled into dawn. Carry on with the heat of the night from the song. It's a shame that you gave a boot on anesthesia you gave all along. I beg. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Livestream. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen, hallöchen. Ich sehe schon wieder einige Leute hier am Start. Adrian, Sein Luna, Tim Tupser, Adrian Klaus. Und natürlich noch einige andere. Hallöchen, hallöchen. Tim, Daniel, Klaus, Vicky, Stanislav, Kalle the Kid. Hallöchen, hallöchen. Weiser, Max und Nils, auch an euch. Schön, dass ihr dabei seid. Und yippie, 7000 haben wir geknackt. Mein Gott, wie krass sind wir schon wieder unterwegs. Das kann ja nur besser werden. Und wir haben sogar aktuell 7002. Yippie.
Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen da draußen. Ohne euch ist das nicht möglich. Mega Hammer. Der Wahnsinn. Der Applaus ist für euch. Vielen Dank. Ja, die Hintergrundtechnik, sie läuft schon. Genau, darauf erstmal eine Zigarette, da gebe ich dir recht. Zigaretten. Da machen wir uns mal direkt nachher eine an. Heute wieder RTW. Ja, tatsächlich schon. Mal gucken, was uns so erwartet. Die Technik im Hintergrund lädt bereits. Wie es mir geht? Doch, eigentlich ganz gut. Bisschen müde tatsächlich nach einer Woche arbeiten, aber das ist, glaube ich, normal. Ich hoffe, ihr hattet eine entspannte Woche, viel geschafft. 6 Unfälle, 15 Blitzer, 2 Crash. Oha. Ah, das wird schon. Zünd den Knaller, jetzt schon. Ei, 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 ei. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Irre. Wir müssen auf jeden Fall gleich so ein kleines Tänzchen machen. Mal gucken, was wir dann so alles machen werden heute. Intensiv-RTW, keine Ahnung. Wurde mal gesagt, gibt wieder ein paar neue Modelle, Fahrzeuge, Situationen, Gebäude. Ich weiß noch nicht, was genau alles neu ist. Müssen wir wieder immer auf dem Server, wenn wir neu drauf kommen, erstmal einen Entdeckungstanz machen. Aber ich denke mal, da wird sie schon was finden. So. Da lädt es und lädt es. Neue Fahrzeuge. Oh ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich weiß jetzt nicht genau, was neu gemacht wurde. Ob es jetzt beim Rettungsdienst war, bei den kriminellen Leuten oder bei den Feuerwehr- oder Hilfsorganisationen. Ich weiß es gar nicht. Also sehr gespannt auf jeden Fall. Wann ich mal wieder einen Livestream mache zum Wegberg. Ja, wenn Wegberg online ist, wahrscheinlich. Donnerstag war Wandertag. Oh, wo seid ihr denn hingewandert? Schön weit weg. In die Walachei oder wohin? Nicht die neuen Karren schrotten. Ja, ich versuch's. Im letzten Stream wollte ich auch einen Leitschüler, aber es war keiner da. Und die Informationen für heute sehen auch nicht viel gut aus. Aber wie gesagt, wir schauen aber mal, wohin uns die Reise trägt heute. Wann mache ich Polizei? Ja, können wir die Tage gerne mal machen. Ist halt zeitlich aktuell mal ein bisschen schwierig, aber das wird schon irgendwie. Ins Kino seid ihr gewandert? Das ist doch kein Wanderurlaub. Was habt ihr euch denn angeschaut? Hoffentlich Avatar. Der ist sowas von geil. So, jetzt sind die Kollisionen eigentlich bei 70%, dann können wir auch gleich mal reinkommen. Mein Gott. Lädt hier so viel runter. Was für ein Streamplan. Ich habe einmal einen gemacht, aber das heißt jetzt nicht, dass der für jede Woche gilt. Ganz einfach. Steht ein Datum oben drauf und genau. Außerdem muss ich sagen, Streamplan, okay, ist ganz nice. Für euch, aber für mich nicht. Weil ich finde, in dem Sinne ist es dann nicht verbindend, aber ist halt die Flexibilität irgendwie flöten. Deswegen, ich sag auch eine Stunde vorm Stream, ach komm, heute habe ich Bock drauf, und ich sag auch mal, heute habe ich doch keinen Bock drauf. Oder ich ändere mal das Thema, was euch gar nicht auffällt, weil ihr nämlich direkt nur die Benachrichtigung bekommt, ah, heute ist Stream mega geil. Wenn ihr aber schon eine Woche vorher wisst, dass und das kommt, und dann ändere ich das vorher, dann meckern wieder alle rum und verstehen gar nicht warum. Und um dem entgegenzuwirken, gibt es einfach keinen Streamplan, weil, ja, warum nicht, ne? Ganz einfach. Ja, Team Benchakan, ich erkenne dich. Woran liegt das bloß? An deinem Namen? Man weiß es nicht. So, 6 Leute, 3 Fahrzeuge, das ist interessant. Vielleicht können wir auch mal einen RTW oder einen NEF besetzen. 83.1, wir gucken mal wie immer. Ja, ich habe dich in den Kommentaren gesehen, das freut mich. Ich bin auch nicht nur selber Produzent auf dieser Plattform, ich konsumiere auch. Okay, der erste RTW ist schon besetzt, wird mich auch nicht anders wundern. Hallöchen Emilio, und der ist auch besetzt. Na sowas. Dann machen wir mal den Dreier.
Genau, erstmal Daumen nach oben, so ist doch richtig. 3 RTWs, Status 2, ach Gott. Der ist nicht besetzt. Na gut, machen wir den Vierer wieder. Ah, 4 RTWs. Ha, ha, ha. Ja, Notärztin, ob die am Start ist, ich weiß es nicht. Meine letzte Information war, dass sie auch als in einer anderen Fraktion tätig ist. In welcher, das kann ich euch nicht verraten. Shotgun? Nee, du. Den nehmen wir nicht nochmal raus. Ach genau, wir haben auch hier unseren... wie heißt es hier? Verbandszeug, müssen wir alles auffüllen tatsächlich. Ein Nähset habe ich nur dabei. Oha. Okay. Ah, ja, die Pumpgun vergessen wir mal eben. Morphium. Ja. Wo hatten wir es denn? Achso, warte mal. Falsche, ja genau. Turning Key. Warte mal, wie viele EKGs habe ich denn? Das ist ja alles. EKG ist auch Verbrauchsmaterial, ne? Auch interessant. Eigentlich müsste man es detaillierter machen, indem man sagt, EKG-Elektroden und nicht der Monitor wird. 50! Alles klar, ich habe wohl vorbereitet. Aber Morphin ist nicht so viel am Start. Naja. Ah, bam, 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 Infusion. Was ist denn Field Dressing? Kein Platz. Ja, dann lassen wir's. Egal. Dann stirbt ein Patient, weil ich keinen Rucksack dabei hatte. Dann ist das halt so. Frag mal Leitstelle. Ja, können wir mal machen. Guck mal, da stehen sie wieder alle schon. Guten Tag. Schönen guten Morgen. Servus. Grüße. Servus. Guten Tag. Na, wie geht's Ihnen heute? Ganz gut, ganz gut. Das freut mich doch. Ja. Die Jacke ist kaputt. Mir wird's auch ein bisschen besser. Welche Fahrzeuge sind alles besetzt? Oder wo ist noch ein Platz 1, frei? 2 und 3. Kein Ende Freude? Also ich bin mit dem netten Herrn, wo ist mein netter Herr? Der 1 ist voll besetzt, der 2er ist voll besetzt, der 3er ist voll besetzt, ein Platz wäre noch auf der 4. Ja, ich bin jetzt gerade auf der 4, um den Funk mal zu hören. Ja gut. Du wirst ihn nichts hören, weil einfach niemand funkt, weil wir keine Einsätze haben oder sonst nichts. Ach, Klassiker, verstehe. Was war heute nichts los? Gar nichts? Gar nichts. Irgendwie keine Ahnung. Heute ist irgendwie tote Hose. Ja, ich glaube, da irgendwie ziemlich. 41 Menschen wach sind. Das ist interessant. Wenn man hofft, dass. Also, eigentlich macht man das nicht, aber wenn man hofft, dass hier unten Baum bauen, so komischerweise keine. Also, verstehe ich das richtig? Wir brauchen Chaos. Bitte nicht. Was soll denn das jetzt wieder heißen? So ein, zwei Einsätze jede halbe Stunde, okay. Aber nicht jetzt ein Einsatz nach dem anderen, wo dann alle durchgehend unterwegs sind, die Leitstelle komplett überfordert ist, der RTW das HLF als First Responder hinfahren muss. Ungern. Hä, was denn? Das ist die Realität, was willst du? So geht's doch bei uns jeden Tag zu. Bei uns nicht? Notaufnahme mit Zwangszuweisung, ist doch kein Klassiker. Also ich verstehe gerade generell nicht, was mit dem Starker generell los ist. Warum? Warum? Weil ich das gerade nicht verstehe. Weil gestern waren schon wenig Disponenten, bis gar keine im Staat oder ja, halt hier im Ort. Und ich verstehe es nicht. So. Sag einfach in der Stadt, Flensburg ist eine Stadt. Ja gut, Stadt. Trotzdem, da mache ich mir schon ein bisschen Gedanken. Wir gestern ganz der Funk da besetzt waren, dann war mal einer da, der wo. Komischerweise wusstet ihr das schon, dass jetzt auf einmal die Feuerwehr, die Leitstelle in der Feuerwehr anscheinend, wo es sei jetzt gerade übrigens. Habe ich ja schon rausbekommen. Ja, keine Ahnung, haben was. Haben wir alle Einsätze angenommen, die Notaufleitstelle der Feuerwehr. Hm? Weil, habe ich hier schon nachgefragt, da saß gestern das einer drin. Der hat gesagt, ja, weil man wohl die Türen bei der jetzigen Rettungsleitstelle nicht abschließen kann anscheinend. Keine Ahnung. Da sind die gerade wohl ein bisschen
ja, was soll ich sagen? Okay. Finde ich irgendwie komisch, aber naja. Ich weiß nicht, wie lange waren Sie jetzt, sind schon nicht mehr da, Herr Wolf? Och, knappe Woche. Zwangsurlaub ja, hier. Ich weiß, haben Sie das mitbekommen mit der Freiwilligen Feuerwehr? Ist klar, Sie sind wahrscheinlich nicht in der Freiwilligen Feuerwehr, aber haben Sie das da mitbekommen? Nee. Was ist da passiert? Also, die Freiwillige Feuerwehr ist jetzt ganz in Ordnung versetzt worden. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ja dann. Ja, bis wir mit dem ABC zu uns sind, bis dann nicht. Also, das habe ich jetzt schon öfters miterlebt. Ich raste da hoch mit fast 200. Ja, mit meinem AMG. Und dann heißt, so wie letztes Mal bei dem Fernsehsender da, hat es gebrannt, sind wir runtergefahren. Dann kam der Gruppenführer vom HL von der BF schon an. Ja, ihr könnt leider rumdrehen. Feuer aus. Okay, warum ruft man uns denn überhaupt? Am besten noch als freiwilliger Feuerwehrmann auf dem Weg zur Wache geblitzt werden bei 200 km/h und dann eine Polizeiverfolgungsjagd auslösen. Weil sie alle denken, dass du eine Bank überfallen hast. Ja, das habe ich ja mal Müller getan. Ganz ehrlich, also ich finde es irgendwie Quatsch, dass die da oben ist. Klar, da oben passieren da eh so gut gar keine Einsätze. Ja. Gut, okay, vielleicht wegen Bergen und so. Könnte man GWL oben stationieren, dass der da hochfährt, ja. Aber sonst finde ich das eigentlich völliger Schwachsinn. Sorry. Bald ist ja auch diese Staatsbesprechung, wie man das hier nennt. Und die wurde ja von letzter Woche auf diese Woche verlegt. Und da werde ich dann auch mal meinen Senf mal dazugeben. Weil irgendwie ist das. Ah, ich weiß nicht. Unnötig. Ja gut, Landrettung ist mal was anderes. Da ruft die nur an, wenn es wirklich kritisch ist. Ja. Ich kann mich nicht erinnern. Ich sag mal so. Ja. Wenn du nachts um 4 angerufen wirst wegen seit 5 Wochen Rückenschmerzen, hat er auch keinen Bock drauf. Sitzt immer noch da hinten. Wollte eigentlich mal einen Notfallsanitäter Leute noch machen, aber scheiß drauf. Ja, dauert halt eine Prüfung. Ihr seid auch alle aus dem Dorf, ja. Ja, hat schon Vor- und Nachteile tatsächlich. Ich hör schon was. Was macht denn der jetzt? Prüfung. Nochmal ein Alter Vater. Macht er gerade Prüfung oder was? Ja, Herr Wolf. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber bei Ihrer Jacke hängt, guckt was raus. Ja, ich bin halt muskulös. Ich bin halt trainieren gewesen in der Woche. Ach ja, okay. 5 gegen 1 zählt aber nicht, ne? Ich schaff den ganzen Smart mit dem Pool rein. Mütze Klatze zählt auch nicht. Und davon ab, 5 gegen 1 ist echt unfair. Naja, 5 gegen Video. Viele Leute haben jetzt gekündigt hier bei uns beim RKISH. Hä? Viele Leute haben jetzt inzwischen bei uns gekündigt. Was heißt gekündigt? Manche wurden, glaube ich, rausgeworfen, hat Berger gesagt. Ja, dann hört sich also irgendwie. Wenn die halt nur aktiv sind, was willst du da machen? Wurden die rausgeworfen, weil keiner mehr da war, oder weshalb? Ja, weil zu viele Fehlzeiten zu einem haben. Jo. Unabgemeldet, sag ich jetzt mal, unentschuldigt. Also wie in der Schule, waren halt unentschuldigt. Tja, einmal Hausaufgaben nicht gemacht, direkt aufgeschrieben. Ja, bestimmt auch selber. Sie haben da irgendwas in den Haaren. In Hotdog. Dann sollte man ihre Brillengläser polieren. Nee, sie haben wirklich einen Hotdog im Kopf. Ach, das glaube ich nicht. Doch. Nein. Also alle, die das Hotdog aufsehen, einmal die Hand heben. Einstimmig. Einspruch, da geht's. Ich weiß nicht, wollen ihre Haare auch was essen, oder? Kann er rein? Keine Ahnung. Jetzt wollen sie ihren Haaren eine Rose schenken? Ich hab halt einen guten Friseur, was soll ich sagen? Mit so einer Rose im Kopf. Du solltest damit mal echt zum Arzt gehen mit der Rose im Kopf. Ja, wenn es nur das ist. Du bist so romantisch, ich weiß schon.
Nehmen wir. Was ist das für den Lache? Sorry, ich kann mich gerade mit zusammenhalten. Woher hast du den Pylon? Boah, wenn mich stört, ist seit einer Stunde und alles ist weiß, kann doch gar nicht sein. Sorry, alle kriegen immer. Schön, wer auch immer du warst. Kennt ihr nicht diese Pylone, die man aufblasen kann aus der Jackentasche? Also wirklich. Ach, das war ein Ballon. Ich glaube, der baut einen Unfall. Ja, hoffentlich. Aber der Einser fährt ja zuerst, von daher. Dann der Zweier, dann der Dreier und dann der Vierer. Super. Das heißt, ich mache heute komplett gar nichts. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ob ich heute überhaupt zum Einsatz komme. Vielleicht melde ich mich nachher auch ab und gehe zur freien Feuer, wenn dann der Melder geht. Keine Ahnung. Ich muss mich zur Feuer eher erstmal abmelden hier. In dem Laden. Sorry. Ui. Ui, jetzt kommt einer von der Feuerwehr. Ui. Hä? Dann habt ihr gleich Frisur? Jetzt wird's komisch. Okay. Der Schleuschenbuderer. Dich, Alter. Los. Ach Gott, ja, die Friseure, ich sag's dir. Ich bin nicht mehr lange da. Warum? Egal. ILW, Dilke, HLF, LF, MTF, ÖSF, GW Versorgung, Wasserrettung, RW. Ich stehe hier nicht aus Langeweile. WLF. Das klingt nach einer Wache mit Löschenzug und ein paar Spezialfahrzeugen. Nice. Sorry, Mann. Fang nochmal an und dann reden wir weiter. Wen meinst du? Dich. Dankeschön, Schatzelein. Wer hat es da immer gesagt? Mensch, Häusler. Unbeliebter Dienst. Mensch, Häusler. Ach, ist langweilig. Oh, mein Schnurrgeburt. Bis jetzt okay. Weber. Also ja. Man kann gerade wirklich sagen, wir stehen hier und schaukeln uns die Eier. Soll ich denn nicht schaukeln oder andersrum? Oh nee, Blade, nicht Eieiei. Da Herr Wolf den gerade auch in welchem Theater stellst dann, ne? Okay, er geht. Bei uns sind gerade wirklich 4 RTWs. Captain, wir sinken! Das Niveau, ja. Wir sinken! Alarm! Ach ja, was machen wir denn? Ihr macht mir nochmal ein. Hier weißt es. Garage, ich glaube, wir nehmen uns mal einen Wagen. Wollen wir heute mal ein bisschen illegal unterwegs sein? Was haltet ihr davon? Weil ich glaube, jetzt ist wirklich tote Hose. Mal so einen Banküberfall machen oder irgendwie sowas. Hättet ihr da mal Bock drauf? Weil ich glaube, so als Rettungsdienst ist... Also ich möchte jetzt nicht 2 Stunden hier rumstehen und Däumchen drehen. Also heute mal ein bisschen was Illegales machen. Wäre doch nicht verkehrt, oder? Also ich hoffe, das geht. Verwalten. Ich weiß gar nicht, was ist das? Aktuelle Position Abschlepphof? Hä? Bei einem beliebigen Abschlepphof. Sind die alle beim Abschlepphof? Och Junge, Stinger. Abschlepphof. Ach. War da nicht irgendwas mit Taxi von der Rede? Yellow Pages. Na, nee. Bam, bam, hier. Yellow, nein. Maps, nee, auch nicht. Egal, weißt du was? Dann machen wir heute mal ein bisschen was Illegales. Genau. Deswegen kein Sanitäter sein. So. So. Wie gefällt uns der Zivi? Hier vorne den Wagen klauen? Na. So. Was heißt hier gekündigt? Wer sagt denn das? Warum sagen alle, ich bin gekündigt? Also ich würde dafür sagen, dass ich da arbeite, würde ich nicht gekündigt. Ey, fahr mich an, ne?
Dann ist das aber gleich mein Wagen, ich sag's dir. Ah, neue Tankanzeige, interessant. Noch eine Maske. Ja, das stimmt. Weißt du was, ich geh mal zum Friseur. Boah, ist das Handling verändert worden? Irgendwas ist anders. Hallöchen, Paco. So, ich will erstmal sagen. Nee. Ach. Nein. Warum hat er das denn hier? Egal, wir nehmen den. Dann lassen wir das jetzt erstmal so. Ich wollte zum Friseur gehen. So. Ohne Kreditkarte. Ach Leute. Wie viel Bargeld habe ich bei mir? Nicht, dass mir die, wenn die mir alles abnehmen. Blut, EKG. Ah, 4000, okay. Egal. Bam, bam, bam. Mal kurz gucken. Wir haben den hier. Wir haben den hier. Oh, wir haben den da oben. Mhm. Mal ein bisschen was angucken. Was ist das für ein Symbol überhaupt? Birne. Avocado. Das ist eine Bank. Was ist das? Laboratory, okay. Da ist auch noch ein Labor. Weintraube. Mhm. Drogendealer. Das hört sich ja alles interessant an. Die Insel ist auch noch am Start. Hallo? Guten Tag, Herr Wolf. Jonas Weber hier. Hallo? Ja, Sie können mit mir auf den Einsatz kommen, wenn Sie wollen. Ah, ich glaube, ich komme mit ein paar. Halbe Stunde, dann komme ich. Okay, perfekt. Bis dann. Tschö. Bis dann. Direkt an der Polizeiwache ist ein Bankautomat. Das ist nicht so geil, würde ich sagen. Sanitäter wird zum Sanitäter, ja, genau. Was ist das hier? Ah, Abschlepphof. Wo war der denn nochmal? Das hier sieht so danach aus, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Oder? Ja. Ist das auch einer? Ach, weißt du was, wir fahren mal dahin. So. Machen wir heute mal ein bisschen mehr Krawall. Mein Ziel für heute: von der Polizei nicht geschnappt werden. Bin mal gespannt. Na, Anschlag auf gar keinen Fall. Danach kann ich nie wieder beim Rettungsdienst arbeiten. Aber ich sag mal, so eine nette Verfolgungsjagd wäre doch was Feines, oder? Dein Ziel, SEK muss kommen. Abschlepphof, kein Boot. Ah. Warte mal. Ein Boot. Ich versuche mal, mir einen Plan zu überlegen, dass ich irgendwohin abhauen kann. Aber vielleicht nehme ich den Zaun direkt mit. Das machen wir erst nachher. Wenn wir es eilig haben. So. Ich weiß, mein Fahrstil ist heute mal ein bisschen besonders. Aber ich leg's heute auch ein bisschen drauf an, dass du schon mal Bescheid bist.
So, was hier immer für ein Grafikfehler ist, keine Ahnung. Aber das ist, glaube ich, schon länger das Problem. Der will zwar schon wieder Bargeld haben, ne? So, Fahrzeug, ich habe nichts in der Garage, perfekt. Das ist doch, was ich hören wollte. Wo kriege ich denn Boot her? Ach Gott. Narcos. Weißt du was, wir fahren mal zu den Drogen-Heinis. Oder warte mal, wir kaufen uns mal eine Waffe. Ich kaufe mal eine Waffe und weißt du was, ich spioniere mal die Drogendealer aus. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das ist nämlich auch illegal. Da muss ich noch auf dem Weg irgendeinen geilen Wagen finden, dass ich auch, wenn ich verfolgt werde, auch irgendwie eine Chance habe zu, abzuhauen. Irgendwo, wo es auffällig, unauffällig ist. Oh, da vorne steht ein Streifenwagen. Das sehe ich von hier aus. Können wir hier vorne parken? Ja, können wir. Nächster Stream, Hartz-IV-Empfänger. Ich weiß es nicht. Oh, da muss ich es bis hierhin schaffen. Das ist, Ach, wir sind ein ganz normaler Zivilist. Wir haben nichts Böses im Sinne. Ich weiß gar nicht, was wir machen. Oh Gott, da kommt er schon. Das ist er noch. Könnt ihr mal erzählen, wie oft die Polizei durchs Bild fährt, ohne dass wir, Rucksack ist auffällig. Glaubst du? Ihr sagt, der Rucksack ist auffällig. Ich habe nichts gemacht. Ja, weh, die Polizei ist als Stream-Sniper unterwegs. Ich meine, man kann es wahrscheinlich nicht beweisen, aber es wäre doof. Und ist gegen die Regeln. Führerschein, ach nee. Handy, Funkgerät, Powerbank, Sack. Was ist ein Sack? Kauf mir mal einen. Spray. So, was ist denn hier für ein Spray? Ah, da haben wir zwei Spray. Mhm. Hey, weißt du, was witzig wäre? Bei den Narcos hinschreiben, Drogen können töten. Ah, sowas wie Rauchen kann tödlich sein oder irgendwie sowas. Damit, womit die bestimmt nicht rechnen. Kann man hier eigentlich rein? Wenn ja, wo geht das hin? Oh. Wenn Max im Gefängnis kommt, dann esse ich einen Besen. Ach, guck mal, hier kann man einfach so seitlich. Ah. Ich finde, das Ausspionieren, wo man Fahrzeuge positionieren kann, beziehungsweise die Vorbereitung der Tat, finde ich, macht mehr Spaß als die Durchführung. Weil so checkst du nämlich Wege ab, die du vorher nie laufen würdest. Weil wenn ich jetzt überlegen würde, ich würde den Laden ausräumen, bis ich hier meinen Fluchtwagen habe, da ist schon fünfmal SEK vorbei, hat Headshot verteilt. Ja, der ist verdeckt hier hinten, aber... Ja. Okay, laufender Motor ist auch nicht so... Gut, aber egal. So, ich brauche einen auffälligen, unauffälligen Wagen. Ich würde mal irgendwo in Hollywood da hinten was suchen. Ich bin mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich meine, ja, okay, du kannst dir wieder irgendeinen krassen Wagen kaufen. Aber das finde ich jetzt auch nicht gerade so geil.
Boah, der Verkehr ist auch wieder so niedrig. Ist auch schade. Ja, im Autohaus musst du, kannst du eins kaufen, schon klar. Ich probiere das mal. Nichts passiert. Nichts passiert. Tritra, trulala. So, da vorne ist ein besserer Wagen. Der schwarze da vorne. So, Chefe. Bleibst du wohl... Glaube ich jetzt nicht. Weißt du was, wir rennen ihm einfach mal hinterher. Ach komm. Oh Mann. Ich suche noch ein bisschen weiter. Hier wird doch wohl irgendwas Geiles zu finden. Ja, guck mal. Ah, okay, ein Weiß ist wieder recht auffällig. Ah, Weiß ist zu auffällig. Irgendwas was schwarz, grau, braun, irgendwas die Richtung. Am besten schwarz tatsächlich. Gleiche Modell, aber ein Rot. Rot ist eigentlich eine geile Farbe, aber sehr auffällig. Selbst wenn du... Guck mal, was haben wir denn da Schönes? Ist das jetzt... Ach, guck mal einer an. Hallöchen. Warum fährst du genau dann los? Aber was ist das denn? Guck mal hier vorne rein. Wir stehen da mitten auf der Kreuzung. Ganz verlassen tatsächlich. Ah, den fahren wir mal an die Seite, würde ich sagen. Aha. Oh. Der ist... Naja. Kannst du schnell... Das ist... Wenn ich jetzt mit dem erwischt werde... Aber der ist... Ja, was soll ich sagen? Ah, Porsche da vorne. Sag mal! Ich hab so einen Porsche... Oh ja, der ist schon Matsch, bevor es losging. Soll ich ein Fahrschulauto nehmen? Ah! Okay, bei dem Fahrstil würde ich sagen, ist der Wagen schon kaputt, bevor es... Los geht mit dem Clou. So, jetzt haben wir nach 5 Fahrzeugen unseren Traumwagen gefunden. Mit dem kann man halbwegs driften. So, Leute. Also wenn ich kann, will ich. Und wenn nicht will ich, dann kann ich. Nice fahren auf jeden Fall. Okay. Nice Karre haben wir, super. Schritt 1, tanken. Nicht so schlimm als bei einer krassen Verfolgungsjagd, kein Wasser mehr im Tank zu haben, genau. Hä? Was ist denn das für ein Wagen da vorne? Das war schon so. Der sieht kaputt aus. Ja, macht nichts. So, wir fahren mal tanken. Hier vorne war eine. So. Muss mir erst ein bisschen einfahren mit dem Wagen. Dass ich weiß, wie der so tickt. Okay, ein bisschen Fahrkünste testen. Überfallen, das geht auch ohne Waffen. Okay, okay, mhm. Hat nichts gescheppert. Okay, außer wir sprengen uns jetzt selbst in die Luft. Das wäre dann von Nachteil. Ich habe eine Shotgun tatsächlich, aber bis ich die rausge... Oh. Oh! Ey, fast wieder hier. Ja, voll tanken, mach voll. 1000! Das ist ja mal unfair. Gott im Himmel.
Herr Drupp mit dem Löffel, ja, genau. Ich erschlage einfach mit meinen 50 EKGs in der Jackentasche und dann hat sich das. So, 1000, ja, super. Okay, mein Ziel für heute, mindestens 1000 Euro wieder reinholen. Was ist das für ein schwarzes Symbol? Ach, schwarz, Alter, bin ich farbenblind. Rot natürlich. Interagieren mit Tankstelle. Ach, man kann... Ach so! Man kann Tankstellen kaufen? Okay, sehr interessant. Okay. Dann wollen wir mal gucken, dass wir mal hier vorne morgen Kündigungsstream. Ach, ganz ehrlich, selbst wenn wir nicht kündigen sollten, dann mache ich was anderes. Ist mir auch egal. Ah gut, so ist ein bisschen auffällig tatsächlich. So. Ey, jetzt scheitert es an einem scheiß Werkzeug. Och, Mann. Ah, wo kriegen wir jetzt scheiß Werkzeug her? Brauche ich wieder irgendeinen Baumarkt, Laden, wie auch... Ich glaube Baumarkt, kann das sein? Baumarkt? Ich glaube, der Baumarkt müsste der sein. So, sonst, warte mal. Bankraub. Ich glaube, das ist allein ein bisschen schwierig. Birne. Brokkoli, Cannabis. Alter, weißt du was? Wir machen, wir klauen jetzt Cannabis oder bauen Cannabis an. Das heißt, ich mache mich auf den Weg zum Flughafen. Dann überfalle ich keinen Bankdingenskirchen. Machen wir das. Gibt es nur bei gewissen Personen. Okay. Ach, das ist jetzt. Nein, 15 Minuten. Okay, schade. In 15 Minuten kann ich jetzt nicht bis zur Insel und vor allen Dingen wieder zurückkommen, wenn ich... Ah. Schade. Schade. Cannabis. Wie Cannabis. Ja, was glaubst du denn? Narcos-Dealer. Das können wir auch gerne machen. In 5 Minuten wird der Server gerestartet, leider. Ich weiß nicht wieso. Ist in der Primetime ein ziemlich schlechter Zeitpunkt, finde ich. Aber naja. Ach komm. Ach, schade, der ist auch kaputt. Oh Mann. Das ist jetzt schlecht. Oh! Halt, stopp, was ist denn hier los? Ich nehme ein Fahrschulauto, geht das? Ja, ne? Mit dem Fahrschulauto. So. Ja, vielleicht ist Oha, Fahrschulauto ist ja richtig miese, ey. Eieiei. Gott, das beschleunigt ja mal so komplett nicht. Okay, wenn wir auf dem Weg irgendein Auto finden, dann holen wir uns das. Alter, 110, ey. Nichts passiert. Ah, SEK fährt. Oh, hier vorne steht ein schwarzer Wagen. Kann
Okay, da ist wer drin. Schade. Nee, SLK bestimmt nicht wegen mir. Die fahren nach Richtung Norden. Wahrscheinlich ist da gerade ein Bankraub oder so. Boah, ich muss die Karre loswerden. Das ist ja wirklich schlimm. Du kannst damit ja gar nichts machen. Gott im Himmel. Ja, die suchen mich, hoffentlich. Ohne Witz, ich hätte mal richtig Bock auf Räuber und Gendarm. Das wäre richtig geil. Warte mal, hier ist da auch so ein... Natürlich ist das falsche Tor. Hm, ja. Hä? Das sieht aber gar nicht gut aus. Mein Gefühl sagt mir, das sieht nicht gut aus. Was doch immer hier wieder schief gelaufen ist. Also auch wenn das ein Schrottplatz ist, aber es war noch lange kein Grund, dass man den auf den Kopf lässt. Ah, oh, jetzt stand... Ach, perfekt. Ah, dann crasht es einfach direkt, verstehe. Absturzbericht. Ja, ja, send mal ein 5M. Mach das mal. Ja, Auto müde. Finde ich jetzt gar nicht schön. Tja. Ja, Unfälle noch keine tatsächlich. Ne? Nicht vergessen. Noch keine Unfälle gab. So, wir joinen mal wieder rein. Ja. In 11 Minuten wird eh wieder gerestartet. Können wir fast nichts mehr machen. Richtig schade. Egal. Ein paar Schilder mitgenommen. Ja, genau. Nur ein paar Schilder würde ich nicht zählen lassen, tatsächlich. Ja, ich fahre nachher noch RTW. Mache ich, aber ich wollte jetzt erstmal ein bisschen... ein wenig Krawall machen, aber hab festgestellt, das bringt leider gar nichts, wenn man nichts machen kann. Schade. Naja. Schauen wir mal. So, wieder bei 70%. Ja, die Polizei kommt auch mal die Tage wieder. Aber erst in ein paar Tagen. Lass mich Arzt, ich bin durch. Ja, genau. Schilder werden einzeln gezählt. Ach Gott, nein, da bin ich schon bei 100. Ampeln darfst du auch nicht mitrechnen. Ach, in 10 Minuten wie gerestartet. Oh Mann, ey. Das ist doch schade. Gut, dann holen wir uns mal versuchen, nochmal eine Karre zu bekommen. Wobei, wenn gerestartet wird, dann... Naja, ne? Merkst du selbst. Ja, weißt du was, dann... Guck ich nochmal, dass ich hier ein Auto mir holen kann. Dann rennen wir jetzt, oder fahren ein bisschen verscheuert durch die Gegend. Hier ist ein Fahrrad. Perfekt, man kann es nicht nutzen. Ja, ja, ja. So, links oder rechts den Wagen? Ich würde sagen links. Rechts ist mir ein bisschen zu langsam. Hä? Wie, wo... Oh, scheiße.
Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Das hat jetzt natürlich auch keiner gesehen, natürlich vom RTW, klar. Na, hier unten ist schon einer. Ja, geil. Wir verdünnisieren uns mal. Oh, sehr interessant. Sind die weg? Alle weg? Sehr gut. Ist hier was passiert? Nee, ne? Na, okay. Ja, ja, ich nehme den Porsche. Ich muss nur mal Lage sondieren. Ich stelle mich mal kurz davor, ne? Ist ja alles. Kein Stress. Da. Ne? Ganz entspannt. Zu Risiken und Packungsbeilage, genau, so ein Ding ist das, ne? Zu Nebenrisiken und Wirkungen packungen Sie die Lesungsbeilage und arzten Sie Ihren Frag oder Atepoka. Genau, Jen. Boah, blöde Ampel, Mann. So, wir wollten ja Richtung, der fährt sich gut. So einen bräuchten wir. Warte mal, wo ist denn jetzt der nächste Abschlepp-Heini? Hä, der war doch gerade da. Warte mal. Taxiruf, wo ist denn Taxi? Ah, da ist Taxi, okay. Eins, zwei, drei, vier. Aha. Ja, gut. Gleich gibt's Pizza. Was? Pizza? Wie kann das denn? Würde ich sagen, die 5 Minuten da machen wir nochmal den. Testen wir das Fahrverhalten. Und unsere Reaktionsfähigkeit. Ja. Ich sag mal so. Mich willst du auch nicht verfolgen. Wenn die nett sind, lassen sie ein. Ah. Dann hauen sie. Lassen sie einen abhauen. Wenn sie nicht nett sind, dann schießen sie nach 2 Metern Reifen und schießen dich direkt mit dem Kopfschuss. Habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, fand ich nicht so geil. Ja, den Unfall würde ich jetzt mal gelten lassen, tatsächlich. Klar, kannst du mir eine Pizza einladen, so ist nicht. Hallöchen X, Foxy. Können wir mal gucken, ob wir am Flughafen was finden. Ah, in 4 Minuten neu gestartet, dann. Hä, jetzt schon kaputt? Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh, oh, oh. Ja, genau. 3 Minuten vor Schluss nochmal schön einen Headshot geben, genau. Du isst gerade eine Pizza, ja, mega geil. Hoffentlich schmeckt's. Hier ist ja gar keiner. Oh, das ist ein Streifenwagen, nicht gut. Dich klingt aber ja nicht gut. Warte mal, kurz mal abchecken, wo wäre der Notausgang? Da ist einer. Perfekt. Okay. Schinken und Döner. Ah, nämlich ein Döner. Döner ist keine verkehrte Sache tatsächlich. Oh lol, da hinten steht eine. Da sehe ich ein Fahrrad, Moped, irgendwas.
Sehe ich das richtig? Ach, das qualmt auch. Ihr habt doch wohl so nicht mehr alle. Ihr qualmt ja einfach mal alles. Ach Gott, nee, du. Scheiße. Jetzt ist er kaputt. Oh Mann. Nee, den Fahrstuhlwagen nehme ich nicht nochmal. Garantiert nicht. Boah, ist aber auch sowas von tote Hose, ey. Unfassbar. Ja, Qualm machen wir gleich wieder, wenn wir Wache sind. Nein! Ach Mann! Da rennt er wieder weg. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Ja, so sinnlos rumballern ist jetzt auch nicht das Wahre. Das ist nur kostet nur Munition. Aber den Streifenwagen da vorne, ne? Den könnte man sich holen. Nee, Spaß. So, eine Minute noch. So, bis dahin schaffen wir es mit Sicherheit nochmal an dem vorbeizuballern, oder? Garantiert. Auf zur Wache, dass ich zumindest gleich in den Dienst gehen kann. Wollt ihr nach dem Restart, dass ich beim Rettungsdienst was mache oder weiter? Okay, was illegal ist, ich würde gleich mal wirklich Werkzeug suchen und dann was versuchen zu überfallen und ein bisschen Randale zu machen. Also lieber jetzt danach Rettungsdienst oder irgendwas Illegales, was meint ihr? Rettungsdienst? Ja, ich sag mal, ist interessanter, ja, aber... Oh oh. Oh oh. Automatisierter Neustart um 20 Uhr, ist das dein Ernst? Genau 20 Uhr? Ist da nicht Primetime? Das zerstört doch mal alles. Gott. Naja. Restart Nummer 2, nicht 1. Ja, Primetime 2015, toll, aber die Situation muss sich erstmal entwickeln. Du kannst ja nicht sagen, nach 10 Minuten hast du direkt 30 Schlägereien und sofort Verfolgungsjagden. So, das musst du erstmal wieder eine Stunde lang aufbauen. Alle Leute müssen erstmal joinen, alle müssen erstmal reinkommen, Waffen auswählen, Fahrzeuge, alles. Ne? Deswegen eigentlich, man kann sagen, dass ein Restart eine halbe Stunde eigentlich zerstört. Eine Viertelstunde vor dem Restart, weil du weißt, in einer Viertelstunde ist nichts mehr möglich. Und danach eine Viertelstunde musst du erstmal warten. Gab es Performance-Probleme? Ja, okay. Aber da stand jetzt gerade automatisierter Restart. Also ist das so ein regelmäßiges Ding. Vielleicht ist es sinnvoll, aber gut angekündigt. Ja, gut, dann weiß ich davon mal wieder nichts, aber ist auch egal. Naja, dann ist das halt so. Ich denke mal, die meisten Restarts sind nicht ohne Begründung. Was dachte denn das Changelog? Performance-Probleme. Aha. Jetzt habe ich es auch gelesen. Viel Stunde später. Aha, okay. Ja, wenn er so ist, dann ist er so. Kirschkernkissen. Na dann, viel Spaß dabei. So. Also ihr wollt garantiert vom Rettungsdienst was sehen. Ah, ich finde Rettungsdienst aber auf Dauer auch langweilig, wenn nichts passiert, so, ne?
Das ist so das, was ich dahinter so sehe. Hä? Für die einfach alle schon RTWs ausparken, ey. Das. Na komm. Wow. So, ich zieh mich erstmal an. Ich muss sagen, das war die längste kriminelle Zeit meines Lebens. Wir haben echt viel geschafft. Ja, zur Leitstelle fahren. Ja, das, da ist halt gar keiner, weißt du? Ach, oh Mann. Ist falsch angezogen. Das ist das Problem. Von Bäcker kommen. Hört. Frage, warum sind Sie bei unserem Fahrzeug eingetragen, wenn Sie nicht mal da sind? Ich bin in Sichtweite der Wache. Und zudem hat der Kollege gesagt, dass er danach mit mir fahren möchte. Ja, gut, dann bitte ich Sie, den Zweier zu besetzen, da ich mit dem Kollegen jetzt auf dem Einsatz sitze. Na, dann machen wir das doch so. Guck mal, da wird wieder sortiert, wie als gäbe es Pustekuchen. Delegieren. Sonst kann man mit dem keine RD-Streams machen. Ja, also ihr meint, ich soll irgendwas Illegales machen und im Dienst sein, oder was? Also mehr als über rote Ampeln fahren kann ich halt auch nicht. Naja, und Leute platt fahren. Also ganz ehrlich, wenn in 20 Minuten nichts passiert ist als Rettungsdienstler, dann würde ich sagen, mache ich Emergency 5. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mitmachen. Aber wenn wirklich hier tote Hose ist, dann was soll ich hier machen? Ist so zumindest meine Sache. Ja, zweiter Char. Ich habe einen zweiten, aber der ist bei der Polizei und... Ja, was soll ich sagen? Tag, hier bist du Weber? Ja, ich bin Weber. Okay, ab geht's. Ach. Bin überrascht. 153 nach sehr Nachfrage, Notarzt alarmiert. Zwei Personen. Notarzt von nicht erreichbar. Ich hau den Felder mal in 20 Minuten raus. Ja, super schon. Zwei verletzte Personen, eine bewusstlos, aha, okay. Ja, ich würde mal sagen, bin überrascht. Wie gesagt, 20 Minuten, die Zeit gilt immer noch. Ach Gottchen. Ach Gottchen, ach Gottchen. Ah, wieder ein Kollege mit Dauerwarn. So, dann gucken wir uns das mal an, würde ich sagen. Ja, super, dann fahren wir wieder. Guten Tag. Was passiert? Guten Tag und tschüss. Es war Sonnenwind, deswegen ist das schon wieder alles erledigt. Also ist keiner verletzt. Sie.
Leider nicht. Okay. Ich melde uns wieder ab. Oh. Ja, das nenne ich mal wirklich langer Einsatz. Schade. Also ab jetzt gelten die 20 Minuten wieder. Das nenne ich mal langer Einsatz. Ja, auf jeden Fall. Wer weiß, wann der nächste kommt. Wahrscheinlich dauert das noch weiter. So. Ja, wie gesagt, ja, war keiner da. Das meine ich halt. Nach dem Restart ist halt erstens keiner auf dem Server. Zweitens sind die ersten Viertelstunde, 20 bis 30 Minuten. Da macht keiner etwas. Ja, der 51-83-1 sowie der 51-83-2 in das Ende Patienten durch Sonnenwende geheilt. Keine Rettungsdienstindikationen. Deswegen, auch wenn es jetzt Performance-Probleme gab, es ist halt der Killer für alle Situationen, weil du weißt halt vorher, okay, du brauchst nichts machen und danach halt auch nicht. So, ne? Das ist halt die Sache. Aha. Führerschein im Lotto gewonnen. Ich sag's dir. So, ich frag mal kurz auf dem Server nach, wer Bock hat jetzt im Anschluss auf Emergency 5? So. So. Dann schauen wir mal, wer sich hier findet. Dann schauen wir mal. Okay, wir fahren wieder ganz entspannt zur Wache zurück. Pascal, Patrick und ich sind bei Emergency 5 dabei. Ich wollte dich gerade, ich schreib's dir gerade auf dem Handy dich an. Perfekt. Wenn du dabei bist, das freut mich auf jeden Fall. Wir haben schon mal einen Tobias, der mitmachen möchte. Und einen Sebi aus dem Chat, habe ich auch schon gerade gesehen. Okay, das heißt, wir haben schon vier Leute. Perfekt. Dann trefft euch gerne schon mal unten im, im Channel. Sobald ich hier an der Wache bin, wechseln wir, stöpseln wir um. Niklas, hast du Lust auf Emergency 5 Lüdenscheid? Wir suchen noch kompetente Leute. Also, stimmt, ich frag dich, bist du kompetent? Na ja. Ja, doch. Glück gehabt. Doch, doch. So. Ist nämlich hier mal wieder gerade Flaute. Gab einen Restart, aber das weißt du wahrscheinlich. Ja. Bisschen mehr Action tut leider nicht weh. Unterwegs, hast du dich abgemeldet? Das gibt eine Fehlstunde. Genau, lange Leichtstelle. Besoffen, kein Problem. Ja, ich muss sagen, Mülleimerbrand ist aus. Außerdem, ja, ja, ich weiß, war ein Scherz. Außerdem passt dann wieder der Titel, Einsatz mit Chaos. Aber der Rettungswagen zum Diaco, wir brauchen Notfallverlegung. Diaco oder ZNA? Komm. Von der ZNA. Leitstelle wohl eher. Fachklinikum, okay. Ja, das
Lallstelle, Niki, Nikilas, ahoi, viel Spaß, bis die Tage. Genau, Notfallverlegung. Ja, mit Sonderrechten. Ja, bist du mit. War das jetzt eigentlich mit dem Suizid? Der ist beendet. Ich bin noch am Alarmieren. Ich schicke da gerade den 1131 hin, der guckt dann da einmal nach. Da schickst du mich auch gleich mit, weil ich bin eins dieser Psychologe. Ja, mach ich. Mann, wo gehst du hin? So, Herr Kollege, ich geh jetzt erstmal Feierabend machen. Muss noch meine Goldfische füttern. Ich wünsche mal viel Spaß, ne? So. Rettungssanitäter sind. Dann war das eine relativ kurze Runde. Eine Stunde, mein Gott. Das hab ich ja gar nicht mehr gewöhnt. Aber. Wir haben stattdessen was anderes Geiles im Angebot. So, wer ist jetzt alles am Start? Hallo, hallo, hallo. Guten Tag. Guten Tag, servus. Ja. Servus und grüß Gott. Sowie. Zwei haben wir schon mal. So, wie sieht's aus? In der Spielersuche, Sebi und Tobias haben geschrieben, dass sie Bock haben. Dann kommt gerne in Talk, sonst können wir nicht anfangen. Bin ich jetzt blind, blöd oder dämlich? Wieso? Der eine war doch gerade im Talk. Niemals vier Fragen auf einmal stellen. Bei mindestens einer kann man ja sagen. Hä? Sani Luna, Nacken ist steif wie ein Stein. Ach Gottchen. Seppi war gerade in Vorbereitung drin. Hä? Hä? Muss man das jetzt verstehen? Nein. Also ich starte schon mal die Karte. Ja. Ja, du kommst nicht rein, das ist schon klar. Du gehst in Vorbereitung rein, immer noch. Ja, da war er ja drin, jetzt ist er rausgeflogen scheinbar. Kann er gar nicht. Na, da war ja auch gerade drin in Vorbereitung. Tobias, Sebi, geht in Talk 1, wir ziehen euch runter. Und Pascal meint das auch noch ernst mit dem Runterziehen. Aha. Ab Laune im Keller. Ich zieh gerne runter. Gerne runter. Ich komm, Klaas. So. Das wird lustig. Das wird sehr lustig. Wird doch immer lustig. Nee, ich fand den Zeitversatz genial. Ja. So. Okay, ich raste mal kurz mit dem Kopf auf den Schreibtisch ein. Mach das mal. So. Gut, geht wieder. Dann starten wir mal. Wer möchte jetzt aktuell von den Leuten, die hier sind, schon mal Leitstelle machen? Wie bitte nochmal? Ich habe gerade. Wer möchte von den hier teilnehmenden Leitstelle machen? Ich darf die Leitstelle machen. Ich opfer mich. Ich mach das. Ach, Lödenscheid, jetzt starte doch mal. Tu mir doch mal den Gefallen. Genau, Benjakan, du bist noch nicht 14 bzw. 15 und deswegen darfst du noch nicht, ganz genau. Ja, er opfert sich, ne, fürs Team. So ist ja, richtig. Ich opfer mich fürs Team. So, dann externe Leitstelle. Bam, bam, bam. Schick mir aber bitte das Passwort für die Leitstelle. Nein. Also. Müssen erst mal gucken, wo du hier bist. Na, wo bist du denn? Okay.
So. Ich tue mich mal ganz fix, dann kannst du dem anderen mal sagen, was das Passwort ist für Ingame. So, wir machen jetzt mal den Server online. Und dann können wir mal anfangen. So, haben Sie es alle mitbekommen? Ich muss noch runterladen. Was? Emergency 5 oder was? Ja. Ja. Also, wenn du es in den nächsten 3 Minuten schaffst, dann würde ich sagen, kannst du leider nicht mitmachen, weil wenn wir jetzt noch eine Stunde auf dich warten, bis du es heruntergeladen hast, dann können wir bis morgen warten. Sebi, habe ich dir geschickt. Erst. Tobias, bist du 14 Jahre alt? Patrick, die haben das Passwort. Leider nicht. Okay, dann darfst du sowieso nicht mitmachen. Richtig, dann geh bitte wieder. Ich verschiebe dich gerne in Talk 1. Wir können am Ende des Streams gerne reden. Schon passiert. Perfekt. Denn wer 14 ist, bleibt, er muss erstmal 14 sein. Und natürlich Voraussetzung, dass man das Spiel auch installiert hat. Ist vorbei. Nein, noch gar nicht. Wir laden gerade. Aber ich sag mal so, das verzögert sich halt, wenn wir jetzt noch eine Stunde warten würden. Ah, lol, ja, falsche Taste gedrückt. Ja, alle Mann reinkommen. Zack, zack. Wie komme ich in den Surfer? So. Patrick ist schon mal dabei. Das ist schön. Ja, einen Platz haben wir noch. Wer will noch nicht? Wer hat nochmal? Genau, Jen. Ach, ich meine, wenn wir nur zu dritt sind, ist auch nicht schlimm. Ja. Genau, ruhig Blut. So. Sebi, wie sieht's aus? Ja, ich brauche das Passwort. Dann bin ich drin. Du hast das doch bekommen. Ich hab dir das doch privat geschickt, das Passwort. Bei mir ist nichts okay, Ma. So. Dann solltest du jetzt auch langsam reinkommen können. Sonst zocken wir nur zu zweit oder zu dritt. Wie viel Erfahrung hast du von dem Spiel schon? Ich spiel's privat ganz oft. Mhm. Bist du denn gut in dem Spiel, ist die Frage. Ja. Dann mach dich bitte bereit. So. Ja, bin drin. Super. Laut Gott. Also wenn es geht, nicht so viele Störgeräusche machen. Ich weiß, wie du das Mikro eingestellt hast, aber...
Sunny Luna, Like und Abo nicht vergessen. Genau, so sieht's aus. Und immer einen schönen Kommentar hinterlassen. Genau. Am besten einen positiven. Ach, negative nimmt er auch gerne. Nein. Also ist irgendwas negativ, direkt Permaban. Direkt weg und aus dem Fenster. Sag mal, schmatzt du in deinem Mikro rein oder was machst du da? Annika, Sanitäterin. Sogar für den Notfall. Sehr cool. Ui. Notfallsanitäter, gut. Wie viele Jahre Erfahrung hast du denn schon? Gleich ein ABC-Einsatz? Ja, schauen wir mal. Manf-Einsatz. Ja, das können wir auch gerne machen. Ich denke mal, dass gleich mit Sicherheit eine bunte Mischung wieder passiert. Die Ruhe vor dem Sturm. Fange nie an aufzuhören. Hör nie auf anzufangen. Sehr cooler Spruch. Wie viele Zuschauer sind aktuell dabei? 42. What? He is speaking Germany? Du meinst, wenn schon German? So. Englisch magst du nicht, ja. Bräuchte man aber. So, wie lange seid ihr bei euch beim Laden schon? Bin drin, Max. Super. Ah, wir können starten. Yippie, Schweinebacke. So, dann mach ich mal gerne die 1. Die Führung, dann mach ich immer die. Dann mach ich die 2er. So, den Rest könnt ihr euch gerne mal aussortieren.
Patrick, hast du genug? Ich lebe damit. Okay, alle zufrieden? Ich werde genug mit der Polizei zu tun haben. Du hast viel Polizei, ne? Bombenleger und Chemiepark wäre was Schönes. Und die Chemie hast du auch noch, okay. Das heißt, du bist unser Kollege für die Spezialeinsätze. Mhm. Ich bin komplette 2. Und die Rettungswache 6. Okay. Dann auf ein interessantes Game. Ja, jetzt können wir gerne einen Terroranschlag machen, genau. Achtung, Einsatz für 1HLS-201, 1RTW-1. Solange es ruhig ist, ist alles gut. Türöffnung. Ah, ich wollte gerade sagen, ich lese gerade ein, dass krass Feuer war, es nur eine, leider eine Türöffnung, ey. Schade, schade. Achtung, Einsatz für 1ITW-1, RT, Infekt. Ach. Das machen wir mit links. Achtung, Einsatz für. Was? 1RTW2, 1NEF1, Raubüberfall. Einnitze wieder, ey, das ist furchtbar. Ja, dann fangen wir mal mit dem RTW und dem HLF zur Türöffnung. Können hier alle noch kein Englisch? Ach je. Was haben wir voll haben wir jetzt? I am interested in the position you have posted on Craigslist for the job. I cannot follow you. What for a Craigslist? Was geht's? Florian Lüdenscheid, 1HLF 201 von der Stelle kommen. Ja, 1HLF 1, haben einer tot eingetroffen, Türöffnung. Angriffstrupp geht mit Türöffnungskiste vor. Feuerstanden Ende. So. Der ja, Alex 202 von Leitstelle kommen. Ja, Straftäter festgenommen, wir fahren gewahrsam an. Verstanden Ende. Kein Problem. Florian Lüdenscheid, 1HLF 201 von Leitstelle kommen. Ja, 1HLF 1, wir sind Status 1, Patient auf Wohnung befreit, Polizei müsste einmal die Tür versperren, Rettungsdienst kümmert sich um die Patientin. Ja, schon Ende. Bin mal gespannt, was die Patientin hat. Platzwunden. Typisches Oma Brummelkamp gestürzt im 15. OG. Diskus 401 von Leitstelle kommen. Diskus 401 von Leitstelle kommen. Die, ja, abschließende Lagemeldung, Türöffnung, Tür wurde verschlossen, Schlüssel an Wohnungseigentümer. Wir rücken ein. Fair, stand in Ende. Florian Lüdenscheid, 1IRTW1 von Leitstelle kommen. Ja, da 1IRTW1, wir sind wieder frei auf Funk. Patient ist nicht, reif fürs Krankenhaus, wir sind wieder frei. Ja, verstanden, ne? Höre, wird erledigt.
So. Höre. Ist euch mal aufgefallen, dass die meisten jetzt im Stadtgebiet 1 sind? Kann das sein? Ich hab jetzt gerade einen PKW brand. Mit eingeklemmter Person. Bin bereit. Tja, okay. Die Wache 2 ist jetzt um RTW, NRF und zwei HLF im Einsatz. Jawohl. Ja, okay. Super. Ja, verstanden. Das nächste Mal dann auf Numpad die 5 drücken, dann kriege ich hier nämlich einen Sprechwunsch rein. So, NEF, RTW. Wo fahrt er denn hin? Ach, da vorne. Der Florian Lüdenscheid 1 RTW 1 von Leitstelle kommen. Was geht's? Der 1 RTW 1, wir bräuchten nochmal eine Krankenhausmeldung. Einmal chirurgisch. Mitte 70, Treppensturz. Für Sie geht's in die Sportklinik nach Hellersen. Sofort. Das nehmen wir so mit und fahren dorthin. Erwarte Befehle. Okay. Florian Lüdenscheid 1 RTW 2 von Leitstelle kommen. Ja, wir haben aber ein Shuttle-Basisbuch am Start. NEF-Begleitung, Sonderrechte. Frei. Für Sie ins Klinikum Lüdenscheid. Da ist verstanden. Florian Lüdenscheid 2 RTW 1 von Leitstelle kommen. Der Florian Lüdenscheid 2 RTW 1, 2 PKW brennen voller Aussehen und 2 Personen eingeschlossen. Angrenzende Hecke brennt. Löscht die Hecke und transportiert Personen ab. Kräfte und Mittel ausreichen. Florian Lüdenscheid 2 RTW 1. Ende. Kräfte und Mittel ausreichend? Kräfte ausreichend. Willst du nochmal löschen, oder? Also das Half, muss ich sagen, macht die Straße ziemlich gut dicht. Ja, klar, natürlich kann man auch so. Du hast die Sirene nicht vermisst, was? Warum das denn nicht? Bist du kein Fan von den Sirenen oder wie? Was machst du denn jetzt? Du kannst mit dem Gruppenführer direkt einen Verteiler legen, ne? Wir dürfen auch gerne löschen. Achtung, Einsatz für 1 RTW 1, 9 NEF 1, tollwütiger, Punkt. Ach Gott, direkt bei der Polizeistation aber. Achtung, Einsatz für 1 HLF 201, FPKW. Da rollt direkt das NEF. Sehr schön. Achso, deswegen kannst du keine Sirenen mehr hören, weil heute Großeinsatz hattest. Ja. Ja, macht doch Spaß. Wo sind wir denn da? Hier, okay. Dann gucken wir mal in den Pupillen rein, ob das so in Ordnung ist. Bin bereit.
Perfekt. Achtung. Alex 205 von Leitstelle kommen. Ja, Hund wurde von uns niedergestreckt. Patient an den Rettungsdienst. Wir benötigen einmal die Stadtreinigung an die Einsatzstelle. Ja, die Stadtreinigung wurde beauftragt. He, she, it, das Essen muss mit. Ja, den Spruch kennt man. Was geht's? Man denkt, damals in der Schule ist es Folter, aber ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das nachher im Leben ist, dass man gut Englisch sprechen kann und auch andere Sprachen. So, der Diskus 401 von Leitstelle kommen. Erste Lagemeldung. Brennt PKW in voller Ausdehnung. Feuer greift gerade auf Parkbank über. Feuerwehr trifft gerade ein. Verstanden. Was gibt's? Florian Lüdenscheid 2, NRF 1 von Leitstelle kommen. Verstanden. Benötigen zweites NRF und zweiten RTW zur Einsatzstelle. Verstanden. Achtung, Einsatz. Florian Lüdenscheid 1, Halle 201 von Leitstelle kommen. In Vollbrand. Person eingeschlossen. Das 1, Halle 1, PKW-Brand vorgefunden. Wir beginnen mit den Löschmaßnahmen, gucken, ob Patient eingeschlossen ist, weitere Lagemeldung folgt. Kräftemittel ausreichend? So positiv. Verstundenende. Alex 203 von Leitstelle kommen. Wir benötigen zwei Abklepper an die Einsatzstelle. Ja, zwei Abklepper sind auf dem Weg. Verstanden. Empfangen, Ender. Florian Lüdenscheid 2, NF 1 von Leitstelle kommen. Patient leider verstanden. Wohl einmal Bestatter alarmieren. Einmal Bestatter zur Einsatzstelle. Bestatter ist unterwegs. Florian Lüdenscheid 2 RTW 1 von Leitstelle. Der 2 RTW 1 ist freier Funk. Zurück zur Wache. Verstanden, Ende. Hey, warum ist denn der Patient denn schon tot? Zu lange gebraucht zum Löschen. Du hast noch gar nicht einen du hast noch gar nicht einen Arzt beim Patienten gehabt. In dem zweiten PKW hast du ihn auch geschnitten? Diskus 401 von Leitstelle kommen. Wir benötigen einen Abschlepper an der Einsatzstelle. Abschlepper ist unterwegs. Florian Lüdenscheid 2, Halle 202 von Leitstelle kommen. Benötigen einmal zwei Abschlepper zur Einsatzstelle. Der Florian Lüdenscheid HLF 201 ist frei auf Funk und zerritt zur Wache. Also insgesamt brauchen sie vier Abschlepper, oder? Zwei. Nur zwei. Es sind schon zwei unterwegs. Okay, verstanden. Sind an Einsatzstelle eingetroffen. Florian Lüdenscheid, 1 HLF 201 von Leitstelle kommen. 1 HLF 1, PKW-Brand abgelöscht. Polizei hat bereits Unternehmen informiert, wir sind wieder frei verfügbar. Verstanden. Ja. In Ordnung. Florian Lüdenscheid, 11 HLF 201 von Leitstelle kommen. Ja, 11 HLF 1, erst Lagemeldung. Brennender Unrat sowie Müllton neben dem Gebäude vorgefunden. Kräfte vor Ort ausreichend. Verstanden, Ende. Was gibt's? Ja, jawohl. Florian Lüdenscheid, 1 RTW 1 von Leitstelle kommen. Ja, 1 RTW 1, einmal aufgenommen, Anmeldung neurochirurgisch, offene Bisswunden, Arterie verletzt. Einmal sonnenwegerecht mit Notarztbegleitung, Schockraumanmeldung. Für Sie geht's ins Klinikum Lüdenscheid. Das ist verstanden. Florian Lüdenscheid 2, NEF 1 von Leitstelle kommen. Der Florian Lüdenscheid 2, NEF 1 ist einsatzbereit auf Funk. Zurück zur Wache. Verstanden. Schlimmste ist in einer Schule, wenn man dort Einsatz hat. Oh ja. Das ist nicht geil. Ja.
Florian Lüdenscheid, 11 Halef 201 von Leitstelle. Ja, 11 Halef 1, Feuer aus, wir sind frei. Verstanden. Mein Gott, komm ich mal in ein größeres Feuer kommen oder so? Ist ja tote Hose. Sonst gucken wir mal, was wir hier so Schönes haben. Achtung, Einsatz aha, für ich war's nicht. 14 LF 10 1. Florian, Lüdenscheid 2 Halef 201 von Leitstelle, kommen. Der Florian Lüdenscheid 20 Halef 1. Keine verletzten Personen, null defekter Stromkasten. Ja. Benötigen einmal die Stadtwerke zur Einsatzstelle. Stadtwerke sind alarmiert. Der Rettungsdienst rückt wieder ab. Ja, ich finde. Ach Gott, die Freiwillige. Was die da sind. Die wollen auch mal was. Ich hab auf jeden Fall vor, die BMA als erstes auszumachen, keine Frage, aber. Könnten Sie mir bitte nochmal die Stadtwerke alarmieren? Beziehungsweise den STW im Spürdienst. Ach, come on. Gib doch mal Gas. Ja, ist Erfolg. Danke. Bitte. Was gibt's? Ach, ich hab den Bestatter, sag das doch, Mensch. Nein! Man fährst jetzt außen rum. Was gibt, kein Problem. Florian Lüdenscheid, 2 Halef 201 von Leitstelle kommen. Ja. So. Florian, 2 Halef 201. Person in Müllcontainer eingeschlossen. Personenrettung wird eingeleitet, benötigen einmal das NF zur Einsatzstelle. Okay. Ja, kein Problem. Ja, für ihn kommt der Florian Lüdenscheid 2 NF 1. Verstanden. Ende. Florian Lüdenscheid 14 NF 10 1 von Leitstelle, komm. Ja, jetzt in hier 14 NF 1. Ausgelöste Brandmeldeanlage vorgefunden, aktuell kein Feuerschein ersichtlich, nötig einmal den ELW zu abstellen der BMA. Ja, der ELW sollte eigentlich von der 2 kommen. Ja, dann ist er bis heute noch nicht eingetroffen. Yeah, super, dann wird dieser erneut alarmiert. Das wäre super. Ja, der Feuermelder, der ist gut, ne? Erwarte Befehle, ist in Arbeit. Höre. Die Stadtwerke von der Leitstelle kommen. Ja, was werden wir an der Einsatzstelle benötigt? Du wolltest den Dix nochmal haben, die, Ja, für was werden wir an dieser Einsatzstelle benötigt? Es soll ein, defekter Schaltkasten sein. Okay, wir erkunden. Verstanden. Der Florian Lüdenscheid 2 Halef 201 von Leitstelle kommen. Stadtwerke nicht an Einsatzstelle benötigt. Feuerstand Ende. Der 2 ELW 1 ist auf dem Weg zur Brandmeldeanlage. Ja,
Stadtwerke hören. Ja, sie werden an der Einsatzstelle nicht benötigt, gehen sie auf Status 1. Hm, verstanden. Der hat mal einen geilen Rückblitzer hier, meine Güte. Achtung, Einsatz 4, 1 ELW 11, 11 HLF 201, 5 RTW 1, Gebäudebrand. Wie viel wickeln wir zu den Einsatz zur BMA? Der gebrochene Arm, fährt da irgendwas hin? Da ist der Rotkreuz Lüdenscheid 6 ATW 2. Was für ein Status hat der? Status 4. Also ich sehe keinen. Florian Lüdenscheid 2, DK 23-1 von Leitstelle kommen. Wir rücken ab, keine Implikation für die DLK. Verstanden, ne? Nee, der Rotkreuz ist auf Status 4. Hallöchen, Eule. Warte, können wir ändern. So. Ja, der 2W1 könnte mal bei der Brandmeldeanlage die BMA mal bitte ausstellen. Ja. Warte. Der Akon Lüdenscheid 5 RTW1 von Leitstelle kommen. Ja, 5 RTW1, erste Lagemeldung, Einfamilienhaus in Vollbrand vorgefunden, aktuell eine Person auf Balkon, schreit um Hilfe, umliegendes Gebüsch fängt Feuer, Feuerwehr trifft in der Sekunde ein. Verstanden. Was gibt's? Sofort. Florian Lüdenscheid 2 HLF 201 von Leitstelle kommen. Benötigen einmal RTW zur Einsatzstelle. Zu Ihnen kommt der Florian Lüdenscheid 2 RTW 2 kommen. Das ist verstanden. Die DLK bei dem Gebäudebrand bitte einmal anleitern. Alter, hast du noch gar keinen Rettungsdienst bei dem... Oh, shit. Ach, Gottchen. Jetzt sind wir mal eilig mit dem Doktor. Person eingeklemmt, dringend Notarzt, muss jetzt arbeiten, sonst ist gleich vorbei. 2F1, Einsatz 9. Dilka benötigt Wasserversorgung, Dilka kann anfangen zu löschen. Was ist mit Flamme und Feuer? Ja, was ist damit? Das läuft fleißig im Hintergrund. Da ich dieses Wochenende sehr eingespannt bin, wird das diesmal ein bisschen schwieriger mit weiteren Folgen. Aber ich cutte fleißig weiter und da gibt es die nächste Woche wieder eine Menge zu tun. Für euch und für mich. Könnte ich auf jeden Fall drauf freuen. Was gibt's? Party. Rundkreuz Lüdenscheid 6 RTW 1 kommen. Ja. Vielleicht schon.
Patient aufgenommen. Einmal ins Krankenhaus. Was hat der Patient? Gebrochenen Arm. Für Sie geht's in die Sportklinik nach Hellersen. Florian Lüdenscheid 1EW11 von Leitstelle kommen. Dringende Nachforderung, ein weiteres NEF zur Einheitsstelle, feuern der Sekunde aus, Löschzug zieht sie zurück. Achtung, verstanden. Einsatz zu ihm kommt der Florian Lüdenscheid 1EW11 kommen. Ja, ist verstanden. Achtung, Einsatz für 20-2 von Leitstelle kommen. Einsatzstelle geht an den Argon Lüdenscheid 5 RTW 1. Verstanden, Ende. Ach Gott, hier nach vorne sind ja ganz viele Bäume. Ei, 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 ei. Oi, 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 oi. Achtung, Einsatz für 1ELW 11. 1HLF 202, 1DLK 23 1, 11HLF 202, 1RTW 2, Alex 10 1, Gebäudebrand, Person M, G, E, B, A, E, U, D, E. I like to move it, move it. Oh ja, wir auch. Florian Lüdenscheid, 2HLF 201 von Leitstelle kommen. Der Florian Lüdenscheid 2HLF 201 ist frei auf Funk, zurück zur Wache. Feuerstunde, ne? Die eingeklemmte Person kann abtransportiert werden. Mann, wann ist denn der scheiß Notarzt da? Erwarte Befehle. Florian Lüdenscheid 2, RTW 2 von Leitstelle kommt. Alles klar. Patienten mit Notarztbegleitung ins Krankenhaus. Gehirnblutung. Für Sie geht's ins Klinikum nach Lüdenscheid. Höre. Wird gemacht. Florian Lüdenscheid 1, HLF 201 von Leitstelle kommen. Ja, 1HLF 1, wir haben vorgefunden, mehrere Sturmschäden an Straße, Bäume sind umgekippt. Kettensäge wird vorgenommen. 5 Bäume auf Straßen. Ja, so verstanden, Kräftemittel ausreichend. Ich nötige einmal zur Sicherheit ein RTW zur Einheitsstelle. Ein eingeklemmter Wagen. Zu Achtung, Ihnen kommt der Florian Einsatz Lüdenscheid 1RTW1. Ja, das verstanden. TH1, Sturmschaden. Diskus 401 von Leitstelle kommen. Erste Lagemeldung. Ein Familienhaus in Vollbrand, Person ja, im Gebäude. Feuer hat auf angrenzendes Fußwerk übergegriffen. Feuerwehr vor Ort. Feuerstundende. Jawohl. Nach bin bereit. Genau. Das war die falsche Taste, die wollte ich nicht. Egal. Was geht's? Verstanden. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Sofort. Höre. Kein Problem. Oh. Da haben wir doch tatsächlich was unter den Bäumen gefunden. Na sowas. Ja, verstanden. Zu Befehl. Unterschied zwischen Klinik und Krankenhaus, es gibt eigentlich keins, nur eine andere Bezeichnung. Höre. Erwarte Befehle. Mein Gott, Halef, gib mal Jas, Mensch. Sofort.
Befehl. Erwartet Befehl, sind dabei. Ja, wird erledigt. Also, fragt jemand Unterstützung bei dem Hausbrand. Bitte? Ob jemand bei dem Wohnhausbrand Unterstützung braucht? Da wo es brennt, Unterstützung. Ja. Ja, wenn er Hilfe brauchen würde, würde er über die Leitstelle was anfordern. Was gibt's? Hab ich doch, was willst du von mir? Hast du? Klar. Dann musst du mal was anfordern, weil ich war jetzt einfach bereit auf Wache. Die 2 ist komplett wieder auf Wache. Ja, aber das ist komplett anderes, das ist komplett falsches Einsatzgebiet, das ist ja ganz oben an der 1. Ja, dann, hallo. Was gibt's? Ja, was möchtest du denn haben? Mach die 4, mach die 5. Aha, Feuerwehr hat die Sitzung verlassen, das heißt eh Ende. Okay, perfekt, schade. Sitzung verlassen. Was ist denn da passiert? Ach Gottchen. Ah, okay, direkt. Okay. Bei mir jetzt auch Game Crash, schade. Ja. Bei mir auch. So, ja, Game Crash. Ja, passiert. So ist das manchmal. Dann sag ich mal hier an die Leute, die auf Discord sind, ich komme gleich mal wieder. Und ich sag mal bis gleich. So. Wir machen heute mal wieder einen etwas kürzeren Stream, denn ich werde morgen mich wieder an vollen Flamme setzen. Ihr habt schon wieder gerade gefragt. Ja, es gibt wieder neue Folgen und wir brauchen auch wieder neue Leute, die das mit einsprechen. Das geht nur, indem ich relativ früh aufstehe und anfange zu cutten. Und ja, war ein anstrengender Tag, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Heute mal wieder etwas kürzerer Stream. Dann nochmal hier an der Stelle, wo haben wir es? Genau hier. Wenn ihr Bock auf Flamme und Feuer habt, dann kommt gerne auf den Discord-Server. Ihr kennt das Spiel schon. Schaut auch gerne mal auf TikTok oder Instagram vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, reingehauen. Videos sind auf jeden Fall vorbereitet für die nächste Woche. Also so ganz entspannt wird's dann doch nicht für euch. Also, bis dahin, schönen Abend noch, reingehauen und ciao.